Kommunen zeichnen sich aus, dass sie neben dem Thema Flächensparen vor allem ihre Gemeinden, ihre Kommunen in die Zukunft entwickeln und mit ganz innovativen Ansätzen zu sagen, wie schaffe ich es für meine Bürgerinnen und Bürger, neuen Wohnraum zu schaffen, ohne grundsätzlich neues Baugebiet anfassen zu müssen. Wie schaffe ich es, Jung und Alt miteinander zu verbinden? Wie schaffe ich es, den Innenort wieder zu beleben? Und das zeichnet die Kommunen heute aus. Man hat die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot geholt. Man hat über Kommunikationswege es geschafft zu sagen, was wollt ihr als Gemeinde, was wollen wir gemeinsam? Und damit ist dann die Idee entstanden, die wir auch als Staatsregierung verfolgen, zu sagen, wie stärken wir Innenorte? Wie schaffen wir es, seelenlose Ortseingänge nicht mehr zu haben, Kommunen nicht in einen Wettbewerb zueinander zu schicken, sondern die interkommunale Zusammenarbeit zu stärken und am Ende auch diese, sage ich mal, seelenlosen Blicke auf Orte zu verhindern, um dann wieder im Innenort Wohnqualitäten zu schaffen, die Jung und Alt miteinander verbinden. Wenn wir jetzt anschauen, dass wir im Thema Landesplanung, Landesentwicklung auch hier natürlich versuchen, Anbindegebot wieder rückabzuwickeln, zu sagen, wie schaffen wir es mit der Innenentwicklung, wie schaffen wir es über eine Förderquote, sehr hohe städtebauliche Förderungen, Dorferneuerungsprojekte, Innenorte wieder zu revitalisieren, zu ertüchtigen, gehen wir natürlich einen freiwilligen Weg. Am Ende muss man aber dann auch sich Gedanken darüber machen, wie weit dann baurechtlich wir den Innenort stärken. Peripherie nicht immer nur für die schnelle Planung hergeben dürfen. Also sprich, wir machen uns schon auch Gedanken, in dem Fall in der Staatsregierung, wie wir dieses Thema natürlich auch bauleitplanerisch begleiten können.